Salü, meine Lieben! Ein paar hatten sich gewünscht, dass ich euch mal wieder so begrüße, deswegen Salü, Salü, Salü. Wie ihr schon an dem Titel sehen könnt, geht es heute um Sport. Der Sommer naht, der Frühling ist da und meine Einer muss auch wieder etwas tun, damit er wieder T-Shirts anziehen kann. Also ich muss auf jeden Fall Sport machen. Bla, ich laber immer drum herum, ne? Also ich muss meinen Hintern bewegen, ich muss wieder Sport machen. Ich bin schon ewig im Fitnesscenter angemeldet. Jetzt muss ich auch leider wieder hingehen. Ich werde die letzten 10, 15 Kilo von der Schwangerschaft nicht los. Ich weiß nicht warum. Es ist so, als wenn mein Stoffwechsel einfach, ich weiß nicht, ausgeschaltet seit der Schwangerschaft. Also wenn jemand von euch einen super Tipp hat, wie ich meinen Stoffwechsel wieder in Gang bringen kann, außer mit Ernährung und Sport, weil ich das jetzt schon tue, ich habe trotzdem den Eindruck, dass das irgendwie nicht reicht. Ich irgendwie, vielleicht habt ihr ja einen super Geheimtipp, irgendwelche Tees oder keine Ahnung, irgendeinen besonderen Trick. Okay, darum soll es aber auch gar nicht so im Allgemeinen gehen. Es geht mehr so darum, ich hatte ein paar von euch auf Facebook gefragt, ob ihr euch dieses Video wünscht und die Mehrheit war dafür. So, es geht um Haarpflege, gerade nach dem Sport, Schrägstrich im Sommer, weil beides hat die gleichen Effekte, nämlich dass man schwitzt, also Sport und der Sommer. Und ich glaube, dass man dann eine spezielle Haarpflege benötigt. Ja, meine Haare sind von Grund auf sowieso schon doof, deswegen benutze ich diese Haarpflege sowieso immer. Aber wenn ihr jetzt besonders viel Sport macht oder im Sommer besonders viel schwitzt, glaube ich, dass das Sinn macht, solche Shampoos zu benutzen. Herbal Essence hat mir vor Monat, zwei Monate, ich weiß es nicht, ich glaube vor einem Monat, hat mir zwei Produkte zukommen lassen, um die auszuprobieren und euch vorzustellen. Hey, guten Morgen. Und zwar die Serie Genial Geschmeidig. Wie ihr an meinem Shampoo sehen könnt, an der Spülung jetzt nicht, weil die ist irgendwie nicht durchsichtig, aber an dem Shampoo könnt ihr, glaube ich, sehen, dass ich das sehr, sehr viel benutze. Also doch, kann man sehen, oder? Das ist bis hierhin noch voll. Also bis da. So, deswegen auch wieder das Logo, ne? Weil gesponserte Produkte. Sodele. Also, diese beiden Sachen habe ich zugeschickt bekommen vor einem Monat. Ich hatte auch schon eine ausführliche Review dazu gemacht. Wer den noch nicht kennt, kann sich das ja nochmal angucken. So, und ich glaube, dass man nach dem Sport so ein Shampoo gut gebrauchen kann, weil, also das ist ein seidig und geschmeidig Shampoo mit Mandarinen- und Perlenextrakt für trockenes und widerspenstiges Haar. Und besonders das Trocken ist in diesem Fall, in diesem Zusammenhang wichtig, da Salz durch den Schweiß, ja, Salz hat nun mal die Wirkung, dass es austrocknet, Wasser entzieht. Und das Letzte, was wir wollen, sind trockene Haare, weil dann die Spitzen und alles sehr, sehr brüchig wird. Ich habe mir jetzt die Haare gewaschen und die sind jetzt so noch nicht ganz trocken. Also ihr seht, so sehr meine ich, habe die jetzt Luft, ich lasse das immer so Luft trocknen erstmal, damit ich die nicht komplett föhnen muss, weil je mehr Hitze, desto mehr trocknet es aus. Das ist auch schon der nächste Tipp, den ich für euch habe, weil man im Sommer und nach dem Sport ja immer duschen muss. Und je mehr man Sport macht oder je mehr man schwitzt, ne, halt im Sommer, desto öfter wäscht man sich natürlich die Haare. Das ist deswegen mein ganz besonderer Tipp für euch. Super Tipp, ne? Also lasst ihr bitte eure Haare erstmal so an der Luft trocknen, damit ihr die nur noch in Form föhnen müsst und nicht mehr trocken föhnen. Das schont die Haare ganz besonders, ne? Und dieses Föhn trocknet ja auch aus. Also wir wollen ja nicht unsere Haare austrocknen, weil das ist echt der Tod. Benutzt so wenig, wie es geht, ein Glätteisen. Ich weiß, viele von euch lieben Glätteisen, aber meine Erfahrung ist, und ich habe auch ein gutes Glätteisen, aber Glätteisen sind der Tod für wirklich schöne, gesunde Haare. So, Shampoo habe ich euch jetzt gezeigt. Also
Ich finde, es gibt ja hunderttausende von Shampoo-Marken und Sorten in der Drogerie, beim Friseur, hasse nicht gesehen. Ich bin halt immer schon ein Herbal Essences-Fan gewesen, weil ich diesen Duft so gerne mag. Und ja, was ich an dem Shampoo eben besonders mag, das habe ich auch in der Review gesagt, es fühlt sich an wie ein 2-in-1-Produkt. Also das ist so wie, als wäre da schon eine Spülung drin. Und wenn ihr das Shampoo kennt oder testen werdet, wie auch immer, dann werdet ihr feststellen, was ich meine. Denn sobald man sich die Haare wäscht, hat man schon das Gefühl, dass da so eine Spülung drin ist. Also, wenn man, ihr kennt ja das Gefühl, wie sich die Haare anfühlen, wie eine Spülung, wenn man eine Spülung reinmacht. Und so ist das mit dem Shampoo auch. Also, es ist mehr so ein 2-in-1-Produkt. Vielleicht ist es ja auch ein 2-in-1-Shampoo. Und die nennen das nur einfach anders. Man weiß es nicht. So, ich werde mir jetzt die Haare föhnen. Und dann werde ich euch noch zeigen, wie ich mich fürs Fitnessstudio schminke. Ja, ihr denkt jetzt, wie, was, warum soll die sich denn schminken beim Sport? Das schwitzt man, voll sinnlos. Aber schaut euch mal bitte mein Gesicht an, die ganzen Adern. So kann ich ja nicht raus unter Menschen. Und nein, so eitel bin ich schon, dass ich mich selbst für den Sport ein wenig schminke. Und das werde ich euch gleich zeigen, wie ich das mache, wie ich meine Haare dann drapiere. Und da ein paar von euch immer schon wissen wollten, wie ich meine Haare in Form föhne, werde ich jetzt einen schnellen Vorlauf machen. So, ich hole jetzt erstmal meinen Föhn. So, ich weiß, die Lichtverhältnisse sind jetzt hier nicht so geil. Also, jetzt habt ihr gesehen, wie ich mir meine Haare immer so föhne. Also, gar nichts Besonderes. Ich stelle auch die Temperatur immer auf Mittel ein. Kalt ist natürlich für die Füße, aber heiß ist, glaube ich, zu dolle austrocknend. Deswegen mache ich die immer, stelle ich die Temperatur auf Mittel. So, die Haare sind jetzt noch zu warm. Wenn ich mir die jetzt zum Zopf binde, dann habe ich diesen Knick drin. Deswegen mache ich jetzt erst das Make-up und dann die Sportfrisur. Also nicht wundern. So. Also, mein Sport-Make-up ist total unspektakulär, aber ihr wolltet es sehen. Ich mache Elmetos Concealer. Den könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Und den gebe ich jetzt einfach so auf meine Augenringe und hier oben halt besonders, weil ich da diese bescheuerten Adern habe. Meine Haut ist so dünn wie Esspapier an dieser Stelle. Und damit das nicht ganz so gruselig aussieht, muss ich das ein bisschen abdecken. Immer wenn ich so komplett ungeschminkt bin, dann fragen mich immer alle Leute, ob ich krank bin. Ja, einfach weil meine Augen dann immer so rot aussehen. Das ist ja dann immer so ein Zeichen für Müdigkeit und Krankheit. Ich bin nicht krank, ich habe nur dünne Haut. So. Oh Gott, das Licht ist ja echt sowas von doof. Tut mir echt so leid jetzt, ey. Oh, ich glaube, ihr könnt das doch einigermaßen erkennen, oder? So, und dann noch ein bisschen hier an der Nase, einfach so ein bisschen die Rötungen. Also ich benutze überhaupt gar keine Foundation oder so, echt nur so ein bisschen Concealer. Und auf meinen super Pickel hier. Erstmal so richtig schön dicken Pickel gekriegt. Wunderbar. So, jetzt sehe ich irgendwie ein bisschen blau aus, ne? Gucken, kann ich während der Aufnahme ins Menü? Wie ein Schlumpf. Ich mache mal hier aus und dann stelle ich das nochmal neu ein und dann
Nehme ich noch mal auf. So, jetzt bin ich zwar orange, aber orange sieht immer noch netter aus als blau, oder? Okay, also ich habe jetzt Concealer drauf. Jetzt nehme ich einfach irgendeinen Puder. Und der Concealer muss ja dann gesettet werden. Also der Teil ist abgepudert, damit der hält und nicht sich verziehen kann. So, das war's auch schon. So, das Einzige, was ich dann noch verwende, weil es einfach Gewohnheit ist und damit ich einfach nicht ganz so nackt bin, ist, ich benutze immer noch Mascara. Ich empfehle euch auf jeden Fall eine wasserfeste. Da ich aber keine guten Erfahrungen mit wasserfester Mascara habe, weil ich immer das Gefühl habe, dass die Wimpern so total steif davon werden. Mal gucken, vielleicht habe ich ja irgendwann eine zum Testen gekriegt und kann die euch mal zeigen und jetzt verwenden. Ach, nee, ich habe jetzt keine Lust, das durchzuwühlen. Also nehmt einfach irgendeine Mascara, die wasserfest ist. Falls ihr eine habt, wenn nicht, dann nicht. Ich habe jetzt keine und ja, ich benutze nie wasserfest. Aber ich würde euch eine empfehlen, weil eben wegen Schwitzen und so. Also einfach mal ein bisschen die Wimpern tuschen. So, ich habe mir jetzt nur die Wimpern getuscht. Ich werde auch keine Rouge benutzen, keine Foundation. Ich werde mir nicht die Augenbrauen nachziehen. Ich werde keinen Eyeliner tragen. Ich benutze auch keinen Lippenstift. Das Einzige, was ich immer benutze und auch immer dabei habe, ich weiß nicht, geht es euch auch so? Mir geht es definitiv so beim Sport, dass mir die Lippen austrocknen. Ich brauche immer ein Kaugummi. Ich kann ja mal jetzt rauszoomen, ne? Ich brauche immer ein Kaugummi, weil mein Mund so austrocknet. Und ich habe immer total trockene Lippen. Deswegen nehme ich immer ein Labello mit. Immer. Immer ein Lippenpflegestift. Ich habe meistens eine Sporthose an, die eine Tasche hat. Da packe ich dann auch immer meinen Schlüssel rein, den fürs Schließfach und halt den Labello. Und ja, also ich benutze dann nur noch einen Lippenpflegestift. Wenn ihr wollt, ich habe jetzt hier einen mit Perlglanz. Da hat man das Gefühl eines möchtegern Lippenstifts. So, jetzt zeige ich euch noch, wie ich mir die Haare frisiere, für zum Sport zu gehen. Ist auch geil, oder? Das ist so ein Mysterium. Genau wie Socken verschwinden immer Haargummis. Ich habe bestimmt schon in meinem Leben 1000 Haargummis gekauft. Und dann findet man keins. So. Aber ich habe eins gefunden. So, als erstes topiere ich mir immer etwas meine Haare hier oben an, weil ich sonst voll den mega flachen, platten Hinterkopf habe. Und was ich echt nicht ausstehen kann, sind flache, platte Hinterköpfe. Echt nur damit so ein bisschen Volumen da drin ist und dass das nicht so platt ist irgendwie. Kann ich nicht leiden. Oh, und dann mache ich mir einfach einen Pferdeschwanz. Yay! Wenn ihr so richtig lange Haare habt, so richtig, ich meine, ich habe jetzt ja keine super mega langen Haare, ne? Aber wenn ihr so richtig lange Haare habt, dann kann ich euch nur empfehlen, die Haare mehr als nur einen Pferdeschwanz zu machen. Also, das reicht dann, glaube ich, nicht. Guck mal, selbst bei meinen Stummelhaaren, die kommen immer noch in den Nacken und da schwitzt man auch wie Hulle. Und dann werden die Spitzen, ne, Spitzen, Schweiß, Salz. Deswegen, ich hoffe, man kann das jetzt erkennen. Deswegen nehme ich hier mein Bürzelchen, mein Haargummi und klemme das noch einmal hier so rein. So, seht ihr? Ich hoffe, man konnte das jetzt so halbwegs erkennen. Dann zupfe ich mir hier noch die Haare so ein bisschen raus, damit das nicht so, wie gesagt, flach und platt aussieht. Gut, jetzt hat man da hier noch diese Strähnen. Da kann man entgegenwirken. So, ne, jetzt kann man das sehen. Jetzt habe ich hier so ein Dutt quasi, so ein Möchtegern-Dutt.
So, wenn das immer noch nicht reicht und wenn ihr so ein Pony habt, ich meine jetzt so ein. Ich meine jetzt nicht so einen wie ich, sondern wenn ihr so einen richtigen Pony habt, so bis hier oder so. Dann natürlich ein Haarband kann nicht schaden, um euch die Haare so aus dem Gesicht zu halten. Ich habe jetzt hier nur das gefunden, aber es ist auch frühlingshaft, oder? Mit dem Blümchen passt doch irgendwie. Okay, fürs Fitnessstudio ist das auch schon wieder ein bisschen zu. Weiß ich nicht, ob ich jetzt mit dem Blümchen ins Fitnessstudio gehen würde. Wahrscheinlich eher nicht, aber es ist frühlingsmäßig. Okay, so, das nur so als Tipp am Rande, falls euch das stört. Ich klemme die einfach immer hinter das Ohr, dafür sind die lange noch und habe ich so weiter keine Probleme mit. Deswegen können die so bleiben. Ja, das ist mein sportliches Make-up und meine sportliche Frisur. Mein Sportstyling. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, so, die Frau hat doch echt voll einen an der Waffel, weil sie sich fürs Fitnessstudio so aufbrezelt. Ja, nun, man muss sich ja irgendwie wohlfühlen in seiner Haut, ne? So schlimm ist es ja jetzt auch wieder nicht, ne? Es ist jetzt nicht so viel. Okay, meine Lieben, das war's. Ich wünsche euch was und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.